Guten Morgen, liebe Leute. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, habe ich mich für Mein Fitness-Experiment als Name entschieden. Vielen Dank an dieser Stelle für eure rege Anteilnahme an der Namensfindung. Viele Leute haben das Fitness-Experiment vorgeschlagen, aber weil Fitness an sich ja kein Experiment mehr ist, aber für mich Fitness etwas ganz Neues ist, denke ich, dass Mein Fitness-Experiment besser passt. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden. Ich hoffe, euch gefällt das auch und ich kann endlich loslegen, so wie es sein soll. Heute gibt es wieder eine Outdoor-Training-Session und zwar mit Paul. Er ist zwar noch immer verletzt an der Schulter, aber er wird mir sicher ein paar Sachen zeigen können heute. Wir checken nämlich eine neue Location aus, die auf einem Autobahndach, also Autobahntunneldach, angelegt ist. Die haben wir von der Ferne haben wir sie schon gesehen, aber noch nie aus der Nähe und das schauen wir uns heute genauer an. Ich bin schon sehr gespannt. Ja, jetzt sind wir mal hier auf dem Tunneldach. Ziemlich nett, dass sie da so eine Anlage gemacht haben mit Grünfläche und eben da, wo ich gerade draufstehe. Das ist so, da sind überall Klettergriffe und da unten sogar so ein Boulder-Tunnel. Also ziemlich cool, da werde ich mal meine Kletterschuhe auspacken irgendwann einmal und daher kommen. Ja, Paul ist natürlich da hinter der Kamera wieder. Sag Hallo. Hallo, servus. Was sagst du, Paul? Legen wir los? Let's go. So, Paul, ich bin bereit. Was ist deine erste Aufgabe für mich? So, am Anfang müssen wir natürlich aufwärmen. Und aufwärmen, da wir mit Fußtraining auf jeden Fall anfangen, mit Beinen, Füßen, okay. Werden wir auf jeden Fall mal schauen, dass wir die Füße warm sind. Und dazu bietet sich natürlich Laufen am besten an. Wie hast du Lauf? Gut, jetzt machen wir die erste Übung. Paul, was machen wir? Und zwar steigen wir auf die Plattform da drauf mit einem Fuß, linken Fuß jetzt zuerst, setzen den zweiten dazu und dann gehen wir mit dem gleichen Fuß, also linken Fuß, wieder runter. Und das machen wir 2 Minuten lang, einfach immer rauf, runter, nicht zu schnell, raufdrücken soll eher schneller sein, runtergehen langsamer und dann tun wir das wechseln. Nicht so lange Pause zwischen rauf und runter. Das geht schon, Simon. Ja, das wollen wir ja. Jetzt geht's schon. Ja, das war jetzt eigentlich die erste richtige Übung. Was kommt als nächstes, Paul? Wieder was für die Füße oder eher was für den Oberkörper? Nein, wir knüpfen gleich eine Übung an. Es geht gleich mit den Beinen weiter. Okay. Und zwar machen wir jetzt eine ähnliche Übung, aber diesmal steigen wir nicht auf und wieder runter, sondern springen rauf an die Kante, relativ knapp, springen runter, lassen uns runterfallen und sobald wir den Boden berühren, drücken wir uns wieder mit aller Kraft rauf, damit wir wieder auf der Kante stehen. Okay, so, passt. Jetzt machen wir die nächste Übung. Und zwar machen wir diesmal nochmal eine Übung für die Unterschenkel. Haben wir Ähnliches schon bei der letzten kleinen Session gemacht. Okay. Mit dem Aufdrucken, wenn du dich erinnern kannst. Ja, das erste, was wir gemacht haben, oder? Genau, das war das erste. Also jetzt mehr oder weniger das gleiche wie die erste Übung das letzte Mal. Okay. Nur mit Armfuß diesmal. Und jetzt wechsle ich, also mit jeder Seite 3 Sätze oder was jetzt? Gut, passt. Langsam runter, hast du gesagt.
Und wieder spüre ich Muskeln, die ich noch nie davor gespürt habe. Und diesmal im Fuß und im Unterschenkel. Aber geil, geil. Steh voll drauf. Das waren jetzt die Beinübungen. Aber was machen wir jetzt? Jetzt sollten wir ja irgendwie was für den Oberkörper mal tun, oder? Die nächste Übung, die wir machen, wird die Übung sein, die eh jeder kennt. Meiner Meinung nach sollte sie in einem Training nicht fehlen. Man kann auch ein Training nur auf der Übung aufbauen. Und zwar ist das Liegestützen. Also seines Liegestützen. Liegestütz! Okay, also machen wir mit Liegestütz weiter, alles klar. Ganz normale, klassische Liegestütze. Gibt es viele Variationen, genau. Wir fangen jetzt einfach mit klassischen an. Und jetzt fangen wir mal an. 10 Liegestützen. Schön tief runter, langsam runter, schnell rauf. Viel effektiver so. Genau, sehr schön. Ohne und nur ohne. Ohne geht schon noch. Ohne geht schon noch. Runter und volle rauf. Das ist gut, das ist gut. So, jetzt machen wir wieder eine Übung. Was hast du gesagt, da oben? Keine Ahnung, wie viel Kraft mir noch bleibt für sowas. Genau, so tief es geht runter. 2, 3. Ich habe eigentlich einmal in meinem Leben wirklich regelmäßig trainiert, 4 Wochen lang in einem Fitnessstudio vor ein paar Jahren. Und das war's. Aber ich freue mich auf dieses neue Kapitel in meinem Leben. Der sportliche Simon, der kommt jetzt. So, das war das Workout einmal für heute. Ich glaube, für den Anfang ist das genug. Cooler Platz hier, geile Kulisse. Da hinten dieses Kletterding, das kommt auch gut an. Es sind jetzt immer mehr Leute gekommen. Also ich muss auf jeden Fall, wie schon gesagt, nochmal her und wirklich mit Kletterschuhe und nur klettern. Das wird sicher lustig. Naja, jetzt geht's mal nach Hause und dann werde ich futtern. Das ist eine gute Idee. Schon, oder? Auf jeden Fall. Passt, Paul. Wann starten wir das nächste Mal los? Nächste Woche? Ja, auf jeden Fall. Bin ich dabei. Passt, hoffentlich ist der Schulter wieder besser. Das wäre natürlich ideal. Ich bin aber jetzt dabei, weil einmal nicht so optimistisch, muss ich sagen. Wir werden sehen. Und sonst schindest mich halt wieder. Genau. Das macht eh Spaß. Passt. Gut. Gut. Bis zum nächsten Mal. Ja, genau, bis dann.